Ich hoffe, das gibt dir wieder frischen Schwung, altes Haus. Na, da küsst mich doch die Klapperschlange. Das hier ist die größte Eichel, die ich je gesehen habe. Die sind alle so riesig. Am besten lege ich mir gleich Vorräte an. Was die Lagerung angeht, muss ich mir noch was überlegen. Ich lege mir so gern Vorräte an, aber das hier ist einfach zu viel. Genau, man könnte fast sagen, das ist schon nicht mehr lustig. Ja. Mal sehen, was wir draus kochen können. Gereifter Nussbrie, Geisternuss-Chili, wie wär's mit Eichelnussbutter? Ich glaube, ich krieg das hin. Wow, das würde Patrick schmecken. Was denn? Diese Eichelnussbutter ist zum Essen da. Weiß ich doch. Aua. 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 Hm, wollt ihr nicht jeder ein Gläschen mitnehmen? Gerne. Hi, Sandy. Patrick, was soll denn das hier? Ich möchte noch mehr Nussbutter. Und wer sind all die Leute? Eichelnussbutter, wir. Oh, die haben mir die Eichelnussbutter vom Rücken geleckt. Und jetzt wollen sie mehr davon. Das war schön. Ich möchte ja niemanden enttäuschen. Dann lasse ich eben noch ein paar Eicheln wachsen. Wenn man alle Leute zufriedenstellen kann, gibt einem das so ein schönes, warmes Gefühl. Aha. Und weil die Nachfrage so hoch ist, habe ich was ausgetüftelt, um die Produktionskapazität zu erhöhen. Oh oh, Sandys Baum sieht nicht besonders gut aus. Ich glaube, lange hält er das nicht mehr durch. Oh nein, es kommen keine Eicheln mehr. Warte mal, ich mach das schon. Sind alle Eicheln weg? Heulende Hyäne, dann wird's Zeit für eine kräftige Dosis Dünger. Nicht doch, warte. Ich glaube, dein Baum will was anderes. Der Junge hat völlig recht. Wieso tust du deinem Baum weh? Der Baum würde dir nie wehtun. Aua, du doofer Splitter. Lachsmane? Hört dazu diese Geschichte. Es war vor langer Zeit, bevor sich der Fisch das Meer untertan machte. Da lebte im Himmel eine Sonne, ein Stern, hallo, und ein Mond. Ja, was denn? Tagsüber spielte der Stern mit der Sonne. Und nachts spielte der Stern mit dem Mond. Lass mich endlich in Ruhe. Der Stern wollte seine Freunde nicht enttäuschen, aber er allein konnte nicht mit der Sonne und dem Mond mithalten. Oh. Oh. Endlich herrscht hier mal Ruhe. Doch dann hatte der Stern eine Idee. Oh nein, das ist mir viel zu viel Gesellschaft. Er teilte sich in unzählige Kopien seiner selbst und konnte damit sowohl die Sonne als auch den Mond glücklich machen, ohne sich selbst zugrunde zu richten. Versteht ihr denn den Sinn dieser Geschichte? Aufwachen! Du hast nicht gesagt, dass das ein Test ist. Ach, ich war so fixiert darauf, niemanden zu enttäuschen, dass ich zu viel von meinem Baum verlangt habe. Und von meinen Freunden. Möglicherweise kannst du ja mit vielen Bäumen deinen Mitlebewesen auf natürliche und nachhaltige Art und Weise dienen. Ich meine, eigentlich ist alles besser als das hier. Danke, Lachsmane. Aber ich bin ein Einbaum-Eichhörnchen. Und mach deshalb das, was ich gleich hätte tun sollen. Dem alten Haus eine Ladung besten Mutterboden aus Texas bestellen. Gut, meine Arbeit hier ist getan. Es wird Zeit, zu meinem Volk zurückzukehren. Darf ich dir einen weisen Rat anbieten? Du musst auf die Erde und die Sterne hören, denn nur sie sind imstande, dich zu leiten zu meiner Haltestelle in der Baumstraße. Es ist verboten, mit dem Fahrrad zu sprechen. Typisch, es hört nie auf.